Hallo ihr Lieben, heute ist es dann soweit. Wölbchen, Kanto und ich werden heute umziehen. Ich habe gestern schon das Infovideo für euch gemacht, da habe ich eigentlich, glaube ich, schon alles gesagt, was zu sagen ist. Ich werde euch das Video auch nochmal verlinken, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Ich habe heute Morgen irgendwie schon 8,5 Mal fast angefangen zu heulen. Auch wenn diese Entscheidung gefallen ist, muss ich sagen, dass diese Entscheidung mir einfach unfassbar schwer fällt. Es gibt vielleicht Menschen, die das nicht nachvollziehen können. Es gibt vielleicht auch Leute, die super oft den Stall wechseln oder den Trainer wechseln. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass mein Herz halt relativ wenig an dem Stall hängt. Obwohl es einfach meine reiterliche Heimat war. Das ist der Ort, wo ich alles gelernt habe. Aber mein Herz hängt halt unheimlich am Training von Michael. Ich habe von ihm wirklich eigentlich alles gelernt, was ich kann. Und ich trainiere schon so lang bei ihm und fühle mich da einfach so sicher und so verstanden. Und er weiß genau, wie ich funktioniere. Er weiß, wie meine Pferde funktionieren. Und das so ein bisschen gehen lassen zu müssen, ist für mich einfach ein riesengroßer Schritt, der mich auch echt so ein bisschen aus den Latschen haut. Was irgendwie Quatsch ist, weil ich muss mit der Reiterei mein Geld nicht verdienen. Das ist auch total egal, wenn ich nie mehr eine Schleife am Kopf habe. Aber ich meine, das ist nun mal unser Hobby, unsere Leidenschaft. Und ich möchte natürlich Turniere reiten. Und es geht auch gar nicht nur ums Turnierreiten. Auch das tägliche Training hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und das alles so ein Stück hinter mir zu lassen, ist einfach für mich echt ein großer Schritt. Aber gut, so ist das jetzt nun mal. Es gibt auch andere Trainer. Beziehungsweise ist mein Idealplan ja, dass ich weiter zumindest einen Großteil bei Michael trainieren kann und dann hinfahre. Aber wir wissen auch alle, dass so Sachen halt nicht immer so laufen, wie man das möchte. Aber ich mache jetzt erstmal so Fingers crossed dafür, dass das alles gut klappt und dass ich auch weiter bei Michael reiten kann. Trotz allem ein Tag, der mir echt schwer fällt. Der ist auf Pickepacke voll. Ich werde heute versuchen, das meiste zu schaffen und umzuziehen. Dass ich das jetzt heute auch so spontan mache, liegt ja ein Stück weit daran, dass der Michael auch einen Unfall hatte und verletzt ist. Und ich die nächsten Tage eh nicht bei ihm Unterricht reiten könnte. Und deshalb denke ich mir, was ich heute kann besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. So geht der Spruch, oder? Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg. Kurz für euch zur Info, was heute ansteht. Als erstes werde ich jetzt in den Rosenhof fahren. Das ist der Stall, wo Wölbchen vorher stand. Und werde da meinen Bundeswehrschrank abholen. Den hatte ich da ausgeliehen. Den werde ich jetzt abholen, weil ich den im neuen Stall auf jeden Fall brauche. Ich bekomme da übrigens, um jetzt mal die Vorteile zu nennen von dem neuen Stall, eine riesengroße Kammer. Weil ich mit zwei Pferden komme, bekomme ich die alleine und die kann ich mir ausstatten, wie ich möchte. Also hole ich jetzt den Schrank ab und werde den dann mit dem Hänger dort hinfahren in den neuen Stall. Dann fahre ich Wölbchen holen, fahre mit Wölbchen in die Klinik zum Hufschmied. Die ist nämlich tatsächlich schon 1,5 Wochen überfällig, also sie muss ganz dringend zum Schmied. Da bekommt sie neue Eisen und wir werden von da aus sie direkt in den neuen Stall umziehen. Und dann werde ich wieder in den alten Stall fahren, werde da so viel packen wie geht, beziehungsweise alles, was ich gerade brauche, werde den Kanto einpacken, werde den in den neuen Stall fahren. Und dann gucke ich mal, wie spät es ist, ob ich noch mehr Sachen hole. Irgendwie hatte an so einem random Dienstag auch keiner wirklich Zeit, mir zu helfen. Das heißt, ich werde die ganze Nummer jetzt irgendwie alleine wuppen. Auch wenn ich ja irgendwie ganz gut alleine klarkomme. Irgendwie wäre das schon schöner, sowas zu zweit, zu dritt, zu viert zu machen. Aber ist jetzt halt so, das wird schon alles klappen. Und ich würde vorschlagen, ich hänge jetzt mal meinen Hänger an. Den habe ich nämlich aus dem Stall schon mitgebracht. Und dann geht's direkt den Schrank abholen. Los geht's. Zack, zack, ab. Sind wir auch schon im Rosenhof, aktuell im Bad. Hier wurde nämlich mein Schrank zwischengelagert. Da steht er. Den nehme ich jetzt auf jeden Fall mit in den neuen Stall. Und dann muss ich schauen, was ich da noch alles einrichte. Ich gucke jetzt erstmal, ob mir irgendwer beim Tragen helfen kann. Tipptopp auf Hufschmiede ist immer Verlass. Der Joel hilft mir nämlich jetzt zusammen mit dem Kevin. Genau. Und die helfen mir jetzt, meinen Schrank da mal in die Karre reinzuschleppen. Completed sozusagen. Ich bin mega happy, der Schrank ist in meinem Anhänger drin. Mega cool von den Jungs, dass die so schnell einfach mit eingesprungen sind. Der Paul hier vom Rosenhof. Tschüss Paul! Ist wirklich auch ein super Schatz. Der Schrank ist im Hänger, hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber ich düse jetzt in den neuen Stall, da wird er ausgeladen und oben in meine Sattelkammer gefahren.
Frank ist umgezogen. Ich bin jetzt hier bei Michael auf dem Hof wieder angekommen und jetzt geht es irgendwie für mich so ein bisschen ans Eingemachte. Ich bin ganz froh, dass ich mit Wölbchen erstmal in die Klinik fahre. Das heißt, ich habe da noch eine Aufgabe, die zum Schmied zu bringen. Aber ich packe die Süße jetzt schon mal ein und werde auch schon so ein paar Sachen mit in den Hänger einpacken. Und dann geht's für Wölbchen jetzt erstmal in die Klinik zum Schmied und dann düsen wir weiter. Jetzt geht's aber erstmal direkt zu den Ponys. Die wollen euch nämlich Hallo sagen. Ich möchte den Ponys Hallo sagen. Und dann mache ich das Wölbchen verladefertig. Ich wollte jetzt gerade eigentlich filmen, wie ich Wölbchen einlade und auch wie ich die Sachen packe. Aber es ist doch erstaunlich, wie Menschen nachtreten müssen, obwohl ich doch ausziehe. Es ist doch eigentlich gut. Ich bin doch dann weg. Ist eine menschliche Eigenschaft, die ich nicht verstehe und die mir wirklich wehtut. Und das war hier so lange meine Heimat und der Ort, wo ich mich am allerwohlsten fühle, dass das jetzt so kommt, ist wirklich, macht mich sprachlos und sehr, sehr traurig. Naja, nichtsdestotrotz, wir sind ja jetzt auf dem Weg, Wölbchen ist auf dem Anhänger. Wir düsen jetzt in die Klinik und dann geht's ab in den neuen Stall. Weg. Sehr brav. Gutes Mädchen. Hallo. Das Lustige ist, hallo. Sie merkt irgendwie immer, wenn ich ein bisschen aufgeregt und nervös bin. Ich bin natürlich nicht aufgeregt, weil wir in der Klinik sind, das machen wir ja relativ oft. Aber wir düsen ja heute zum neuen Stall und das merkt die Maus. Das Wölbchen möchte ein bisschen kuscheln. Bist du ein bisschen süß? Wenn ich mich über was ärgere, ist das Wölbchen immer extra süß. Sehr viele nette Menschen und der Andi ist an der Rezeption und kümmert sich da immer um alle meine Anliegen, die ich habe. Und er ist nett zu den Pferden. Wölbchen, magst du den Andi? Magst du den Andi? Du bist so gut, dass du den neuen Trick schon kannst. Das Wölbchen hat wunderschöne neue Schuhe bekommen von Pichi und von Bill. Und wir zwei machen uns jetzt auf den Weg. Unser Umzug geht weiter und wir düsen jetzt direkt in den neuen Stall. War das ein Wiehern? Das Wölbchen begrüßt schon ihr neues Zuhause und ich werde auch begrüßt. Hallo! Von der Mandy. Die kennt ihr vielleicht schon, oder? Warst du schon mal im Video mit drin? Ja, wie wir Wölbchen zum Rosenhof gefahren haben, von der Wiese runter. Ah ja, stimmt, genau. Daher kennt ihr die Mandy. Das verlinke ich euch auch in meiner Infobox. Jetzt ist die Mandy wieder da. Irgendwie treffen wir uns mal beim Umzug. Ja. Naja, wir holen das Wölbchen jetzt mal raus. Wir gehen gleich auch zusammen den Kanto holen. Guck mal, da vorne geht die Sonne idyllisch unter. Hof zeige ich euch natürlich nochmal ausführlich, aber jetzt will das Wölbchen, glaube ich, erstmal zum Heu. Strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, we're better off tomorrow, but who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't trade your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there. And we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. The end, the end. So,
Wir sind da. Da drin ist der Cantolino. Das war irgendwie alles nicht so schön. Ich meine, ich wusste, dass es nicht schön wird und dass mich das auch emotional mitnimmt, aber boah, Menschen, ey. Warum sind Menschen manchmal so? Menschen halt. Aber deshalb kümmere ich mich jetzt auch um das Pony. Da ist der Cantolino. So, Digi-Bär. Ich wollte gerade sagen, das Chaos sieht man. Wir hatten es ein bisschen eilig. Nee, es war gerade wirklich einfach so reinschmeißen, was geht. Und don't say you're ridiculous, you're not even close. Don't wish for indifference, you're not one of those. We fall, but we always rise up through it all, it all. We get a little wiser. Long day, sieht man mir langsam auch an. Aber ich habe jetzt beide Ponys noch in die Führmaschine gestellt, damit die noch schön bewegt sind. Da ist das Wölbchen. Und da läuft der Cantolino. Beide total zufrieden. Und gleich gehen die zurück in ihre Box. Da gibt es noch genug Heu, dann gibt es noch ein bisschen Abendessen. Dann räume ich noch den Schrank ein. Und dann ist der Tag hoffentlich endlich vorbei. Ich unterschätze das doch immer wieder, wie viel Kram man hat, wenn man zwei Pferde hat. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich so viel mehr Kram habe, als ich nur Wölbchen hatte. Naja, auf jeden Fall war es eine Menge Kram. Ich bin auch immer noch so ein bisschen außer Atem, weil ich gerade Treppen gelaufen bin und die ganze Zeit hin und her gepäst bin. Das ist im Prinzip das Letzte, was ich jetzt noch wegräumen muss. Und dann ist zwar alles noch nicht tiptop eingeräumt, aber es ist erstmal das Wichtigste hier. Ich werde in den nächsten Tagen dann nochmal in den alten Stall fahren und da die Schränke wirklich leer räumen. Aber ich habe jetzt hier auf jeden Fall alles da, was ich dringend brauche. Die Sättel, Stiefel, Kappe und so weiter. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall nochmal ein Highlight hier in dem Stall, worüber ich mich wirklich absolut total freue. Ich habe nämlich so eine kleine Kammer für meine zwei Ponys bekommen. Und da kriege ich wirklich meinen ganzen Kram unter. Und die werde ich mir, wie gesagt, richtig schön einrichten. Und die zeige ich euch jetzt. Tada! Dieses kleine Räumchen kann ich mir einrichten, wie ich es brauche. Ich habe jetzt aktuell hier schon meinen großen Schrank drin stehen. Ich werde hier wahrscheinlich noch ein Regal hinmachen und hier werde ich einfach Trensenhalter an die Wand machen. Und meine Futtertonne, die bekomme ich hier auch unter, beziehungsweise meine Futtertonnen. Ihr wisst ja, das sind ein paar mehr. Und jetzt, wo ich das Licht gerade sehe, ich glaube, ich werde auch hier einfach ab und an mal drehen. Vielleicht werde ich mir da einfach so einen kleinen Sitzsack hin tun und dann werde ich einfach hier ein paar Videos drehen. Ich finde das gerade gar keine schlechte Idee. Naja, aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich bin erstmal froh, dass die Ponys jetzt angekommen sind. Und boah, wenn ich ganz ehrlich bin, das war schon echt ein krasser Tag. Also emotional für mich, weil einfach im alten Stall weg, von Michael weg, das ist für mich wirklich, wirklich schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo hier ein bisschen was eingeräumt ist, die Ponys in den Boxen stehen, beide fressen, beide waren schon in der Führmaschine, muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme langsam echt ans Durchatmen. Hi! Zack, zerab, gerade noch einen weiteren Einstaller kennengelernt. Ich muss echt sagen, ich bin heute so herzlich mit so offenen Armen hier empfangen worden. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl. Ich konnte direkt mit allen reden. Alle haben gefragt, ob ich irgendwas brauche, ob irgendwas noch offen ist, ob ich Fragen habe. Einfach so entspannt und ich muss echt sagen, ich atme gerade so durch. Ich wiederhole mich, aber egal, ich atme sehr durch. Ich bin so froh, dass die Ponys hier sind und es gefällt mir gut. Es ist sauber, schön, ruhig. Und ich weiß, dass das die richtige Entscheidung war. Wie gesagt, mir fällt das alles wahnsinnig schwer wegen Michael, weil ich einfach an das Trainingskonzept von ihm unheimlich glaube. Aber ich glaube auch daran, dass mein Seelenfrieden wichtig ist. Und ja, dass es hier einfach vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen kleiner, ein bisschen entspannter ist. Und ich hier mein Ding machen kann, ohne dabei Leute zu stören oder vermeintlich Leute zu stören, whatever. Ihr merkt es, ich komme gerade runter. Ich könnte jetzt noch ewig reden, aber stattdessen schlage ich vor, dass wir nochmal ganz kurz bei den Ponys vorbeischauen. Und dann ist wirklich Feierabend. Da hinter mir seht ihr ein ganz, ganz zufrieden mümmelndes Wölbchen. Das macht mich total happy.
sie ist wirklich ganz entspannt angekommen. Sie hat mit ihren Nachbarn auch nicht wirklich viel gegiftet, was mich total freut. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht eine Seite zumachen soll. Sie ist ja manchmal so ein bisschen empfindlich, aber im Moment ist das alles sehr, sehr entspannt, was ich super finde, dass sie Kontakt links und rechts hat. Und wie ihr seht, sie ist fleißig am Mümmeln. Und ich gebe jetzt noch einen dicken Kuss und dann gehen wir dem Cantolino noch eben gute Nacht sagen. Und da seht ihr ganz, ganz zufrieden den Cantolino mümmeln. Der wirkt auch ziemlich entspannt, genau wie das Wölfchen. Es ist wirklich schön zu sehen, dass es inzwischen so ist, egal wo ich die beiden mit hinnehme, dass sie einfach, solange ich da bin, wirklich gut drauf sind und dass sie sich entspannen und zu Hause fühlen. Und ich glaube, hier werden sie einen guten Platz finden. Der Kanto kriegt jetzt auch noch ein Gute-Nacht-Küsschen und dann fahre ich natürlich morgen früh sofort hier hin und check einmal, ob es ihnen gut geht. Aber ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen. Die Ponys sind entspannt und versorgt. Ich habe alles eingeräumt. Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach eine riesengroße Pizza besorgen, dann einfach sehr, sehr K.O. auf die Couch fallen. Ich bin froh, dass der Tag um ist und ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Ich glaube, nach vorne gucken ist der beste Weg und ich glaube, dass ich hier wirklich einen guten Platz gefunden habe, um nach vorne zu gucken, um auch weiter meine Videos drehen zu können, um euch mitnehmen zu können, ohne dass das jemand stört, ohne dass sich jemand davon auf die Füße getreten fühlt, was auch immer. Ich freue mich riesig, dass Wölfchen, Kanto und ich jetzt einen neuen Platz gefunden haben, einen neuen Stall, ein neues Zuhause und dass wir angekommen sind und ja. Ich düse jetzt nach Hause und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!